Ja, hallo YouTube, Schanzel am Start, heute mit einem neuen Video und zwar heute die Top 20 der heftigsten und verrücktesten Fahrzeuge in GTA 5. Teil 2 ist schon in Planung, meine Freunde, weil es einfach so viele Fahrzeuge gibt und es sind wirklich richtig geile dabei. Ich hoffe, wir schaffen heute die 500 Likes, würde ich mich echt freuen. Vielen Dank, Leute. Und wenn ihr mehr GTA 5 Videos seht, könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Ab geht's. Wir fangen erstmal harmlos an, Platz 20, ein ganz normales Wohnmobil, aber nein, schauen wir genauer hin, werden wir feststellen, das ist nämlich das Wohnmobil von Heisenberg von Breaking Bad, der gerade hinten im Wohnwagen Crystal Meth kocht. Als großer Breaking Bad Fan verdient er Platz 20. Ihr habt nie das Zeug, Präsident zu werden? Dann fahrt doch einfach auf Platz 19 das Politico. Dort habt ihr nämlich die Chance, zwei Berühmtheiten rumzukutschieren, ihr habt sogar einen Bodyguard an der Seite. Andere surfen auf der U-Bahn, Trevor surft auf Platz 18 auf dem Surfvan, ihr fahrt das Fahrzeug mit Trevor, der oben rumsurft, aber probiert ihn gar nicht runterzuwerfen, nämlich das funktioniert nicht. Mal wieder unterwegs gewesen und eine Bank ausgeraubt, aber ihr habt vergessen den Automaten abzuladen. Platz 17, der Radlader mit den Automaten, dort kommt sogar noch Geld raus. Wie der ein oder andere wahrscheinlich schon mitbekommen hat, handelt es sich hier um gemoddete Fahrzeuge. Und zwar bei Platz 16 sieht man das besonders. Und zwar ein richtig verrücktes Fahrzeug mit 4 Reifen, Weedpflanzen und 2 Miniguns, die leider nicht funktionieren. Und einen komischen Teil in der Mitte. Ist wirklich ein richtig verrücktes Fahrzeug und deswegen Platz 16. Das Auto auf Platz 15 ist eine Mischung aus Rollercoaster und Auto, wirkt wie ein Fahrzeug aus Mario Kart oder wie ein ferngesteuertes Fahrzeug, ist wirklich eine richtig coole Kiste und mit einem schönen Detail, nämlich auf dem Rücksitz sitzt ein Teddy. Im Sommer Poolpartys sind schon geil, aber warum nicht die Poolparty überall mit hinnehmen? Deswegen ist auf Platz 14 der LKW mit der Poolparty obendrauf. Für mich immer noch unerklärlich, wie das Wasser und alles an Ort und Stelle bleibt, obwohl du wie ein Besenkter durch Los Santos fährst. Auf Platz 13 finden wir Jackass, Trevor, der ganz gechillt durch die Welt fährt und da natürlich im Einkaufswagen immer gut aussieht. Platz 12 ist mir schon fast viel zu sinnlos, aber trotzdem ziemlich verrückt und zwar der fahrende Hai. Wer kennt es nicht? Man zockt mal gerade wieder und dann kommen die Eltern rein und sagen, geh doch mal draußen spielen. Mit Platz 11, Jimmy DeSanta, ist das gar kein Problem mehr. Nämlich der nimmt immer seine fahrbaren Untersätze direkt mit nach draußen und zockt draußen einfach weiter. Der Gamerstuhl. Sondermeldung, Platz 10 musste leider verschoben werden und zwar wird heute der Preis für das dümmste gemoddete Fahrzeug verliehen und zwar das FIB Building. Ihr hattet schon immer Langeweile, dann fliegt doch einfach mit einem kompletten Gebäudekomplex rum. Dafür ist das FAB Building genau richtig. Herzlichen Glückwunsch zum dümmsten gemoddeten Fahrzeug aus GTA 5. Ich entschuldige hier nochmal die Störung für die Sondermeldung und zwar das dümmste Gebäude ging einfach vor, aber auf Platz 10 wahrscheinlich bei der 187 Straßenbande wäre dieses Fahrzeug auf Platz 1, nämlich das Weed Legalize Radladerfahrzeug. Bei diesem Fahrzeug habt ihr auf jeden Fall genug Gras immer dabei, die Bongs dürfen natürlich auch nicht fehlen und vorne der Rauch kommt da raus, als würden Jizzes und Bones höchstpersönlich drinnen sitzen. Grüße gehen raus. Auf Platz 9 der fahrende Panzer, und zwar der Panzer gepaart mit einem Monster Truck, sieht wirklich verdammt cool aus. Leider könnt ihr damit eure Gegner nur einschüchtern, nämlich der Panzer kann leider nicht schießen. Auf Platz 8 hat es wirklich verdient, der Wohnwagen, und zwar der Wohnwagenturm, sieht einfach verdammt geil aus und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß damit rumzufahren, deswegen ein verdienter Platz 8. Es waren schon echt viele verrückte Sachen dabei, aber jetzt auf Platz 7 folgt einer der Favoriten. Und zwar viele Leute haben sich beim letzten Video gewünscht, die Mega-Rampe. Einmal die Mega-Rampe mit einem Zug runterzufahren, Leute. Und hier ein Zug gepaart mit einem Monster-Truck, habe ich euch mal den Wunsch erfüllt. Und ich fahre jetzt hier einfach nochmal die Rampe runter mit einem Zug. Wirklich verdammt geiles Fahrzeug. Ein Zug mit einem Monster-Truck.
ihr wolltet auf einem Tuning-Treffen schon mal für die richtige musikalische Untermalung sorgen, dann kann ich euch auf jeden Fall dieses Fahrzeug empfehlen, nämlich hier gefühlt 1 Million Watt Bassboxen empfehlen, nämlich damit seid ihr bestimmt der Killer auf der Tuning-Party und habt auf jeden Fall die lauteste Musik am Start. Für den Extra-Kick ist natürlich noch ein Gitarrist dabei. Auf Platz 5 ist nicht wirklich was Heftiges und auch nicht wirklich was Verrücktes, aber was übertrieben Geiles, und zwar ein Surfbrett. Ich kann euch versprechen, meine Freunde, damit rumzufahren macht verdammt viel Spaß, und ich hoffe mit GTA 6, dass sowas dazukommt und man mit seinen Freunden die Wellen erklimmen kann. Das ist wirklich ein richtig geiles Gadget und verdienter Platz 5. Wir nähern uns der Zielgeraden und jetzt wird es natürlich besonders verrückt, und zwar Platz 4, die fliegende Yacht. Es ist aber nicht so eine ganz normale fliegende Yacht, sondern ihr seht es bereits schon, nämlich diese wird angetrieben von Windkrafträdern und ihr könnt damit ganz einfach locker flockig rumfliegen, als wäre es ein ganz normales Flugzeug. Wirklich richtig verrückt, und ihr könnt übrigens mal in die Kommentare schreiben, jetzt nähern wir uns ja der Top 3, was euer Lieblingsfahrzeug ist und was euch am besten gefallen hat und was ihr euch eventuell noch wünscht. Auf Platz 3 ist ein verdammt heißer Platz, und zwar der Ghost Rider. Viele haben sich ja mal gewünscht, ich soll direkt ein Motorrad mit reinbringen. Hier habt ihr ein Motorrad, und zwar direkt den Ghost Rider. Ist wirklich ein richtig geiles Ding und es macht verdammt viel Spaß, damit rumzufahren. Ich habe mir so gedacht, oha, eigentlich den Ghost Rider kann man nicht mehr toppen, Leute, aber er hat es nur auf Platz 3 geschafft. Jetzt geht's weiter mit den heftigsten Fahrzeugen in GTA 5. Ho, ho, ho! Weihnachten ist zwar noch nicht, aber in GTA könnte man das denken. Und zwar auf Platz 2 der heftigsten Fahrzeuge ist der Rentierschlitten vom Weihnachtsmann, und zwar mit echten Rentieren. Das Fahrzeug ist wirklich verdammt lustig. Nämlich, es ist eine Kombination einfach aus Hirschen und einem Caddy. Aber wirklich, ich habe nicht mal in meinen tiefsten Träumen dran gedacht, dass es überhaupt so ein Fahrzeug gibt oder dass irgendwie so ein Fahrzeug gemoddet worden ist. Ist wirklich ein richtig heftiges Fahrzeug. Ihr könnt damit schön wie Santa Claus über Los Santos rüberfliegen. Zu Weihnachten ist das natürlich nochmal ganz andere Sache. Nämlich, wenn der Schnee liegt, dann wirkt das alles nochmal ein bisschen geiler. Ein sehr, sehr geiles Fahrzeug auf Platz 2. Auf Platz 1 folgt natürlich das Jetpack. Das Jetpack wünschen sich schon Spieler seit GTA 5 rausgekommen ist. Mit dem Mod ist es möglich. Ihr könnt mit dem Jetpack rumfliegen und es ist einfach wirklich so fucking verdammt geil, Leute, ihr könnt sich euch gar nicht vorstellen. Einfach das Feeling, das Jetpack wieder zu haben, ne, es ist einfach unglaublich. Und ein so verdienter Platz 1 gab es, glaube ich, bisher noch nie. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hat mir sehr viel Mühe dafür gegeben. Haut darin, kurft da in Standards gelöst in.